bin Maria von Boch und bin Teil der 9. Generation der Gründerfamilie von Möhrer und Boch und lebe in Mettlach mit meinem Mann und meinen 3 Kindern. Dadurch, dass ich jetzt auch hier lebe, bin ich natürlich ganz eng dabei und dadurch, dass ich auch so lange für das Unternehmen operativ gearbeitet habe, habe ich wahnsinnig viele noch nette Kontakte mit ehemaligen Kollegen. Mein Vater hat auch ganz lange für die Firma operativ gearbeitet, also ich bin mit Möhrer und Boch aufgewachsen von Kind an. Meine erste Erinnerung ist in meinem Elternhaus, was eine Viertelstunde von hier entfernt ist, ist das Geschirr Alt Luxemburg, was eigentlich unser klassisches, traditionellstes Geschirr ist von Möhrer und Boch. Irgendwie dadurch habe ich eine sehr starke Affinität schon immer zu unseren tollen Produkten und Designs gehabt. Und ja, das Motto Creating Homes ist ja ganz wichtig für unser Jubiläumsjahr. Spielt ja eine riesige Rolle und für mich persönlich bedeutet das Zuhause ist sozusagen der wichtigste Ort und da sollen sich meine ganze Familie und meine Kinder und ich selber wohlfühlen und mir persönlich ist wahnsinnig wichtig, immer frische Blumen zu haben. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich mein Zuhause irgendwie schön herrichten und dekorieren möchte. Dann liebe ich sehr die Kombination von bereits existierenden Dekoren von uns aus der Vergangenheit, wo ich eben tolle Erbstücke habe von meinen Eltern und meinen Großeltern, dass ich die kombiniere mit neuen, modernen Produkten von Möhrer und Boch. Und dadurch peppe ich das Ganze auf und das kann dadurch auch irgendwie ganz witzig werden, wenn man das irgendwie so mischt und alles nicht mehr so streng sieht und nicht mehr nur formell und Ton in Ton, sondern man kann da auch viel mit verschiedenen Farben arbeiten oder auch mit verschiedenen farbigen Gläsern, die wir anbieten. Und da hat man wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und was ich auch immer ganz spannend finde, sind Produkte vom Flohmarkt. Da findet man auch die tollsten Schätze und die witzigsten Sachen. Also es kann ja auch ruhig mit so einem Augenzwinkern sein. Da habe ich so ein ganz lustiges Eierhuhn und das liebe ich wirklich sehr. Das hat mein Mann auf dem Flohmarkt entdeckt. Also man kann da irgendwie ganz lustige Dinge kombinieren und mischen. Die Kinder wollten unbedingt Tiere haben, dann sollten es Hasen sein. Das ist mein Mann aber durchgedreht, weil er die so langweilig findet. Und dann kam er auf Hühner, das war ehrlich gesagt seine Idee, weil die halt Eier legen. Und er meinte, dann haben wir einen Nutzen davon. Und wir haben angefangen mit 3 Hühnern und mittlerweile sind es 21. Und ich habe ganz viele verschiedene bunte Rassen und ja, macht mir riesen Spaß. Und die Ziegen hatten auch eine Funktion ursprünglich. Die sollten diesen Hang, auf dem die da unten leben, sollten die halt pflegen und alles runterfressen. Es waren auch nur 2. Mittlerweile sind es 6 und sie haben eigentlich den halben Garten zerstört, aber sie freuen uns trotzdem. Mein Lieblingsort bei uns zu Hause ist tatsächlich auf dieser Fensterbank, wenn ich den Blick über Mettlach habe und auf unser Headwater schauen kann. Und das ist ja ein ehemaliges Kloster, was seit 1870 in der Firmensitz von Möhrer und Boch ist. Und ein Onkel von mir, der Wendelin Boch, ist auch dort geboren. Und lustigerweise in seinem Geburtszimmer ist nun das Büro von unserem CEO. Und hier von diesem Platz aus habe ich ehrlich gesagt einen wunderbaren Blick auf das Gebäude.